So, ob ihr glaubt oder nicht, ich hab das Spiel jetzt schon ausgemacht gehabt und die ganze Geschichte war für mich schon gegessen. Ich wusste wirklich nicht mehr, wie man diese blöden Feuerbälle aktiviert bekommt. Ich hab das Ganze schon, ich hatte schon eigentlich ein Video, ein abschließendes Video gemacht, wo ich drin gesagt habe, jo, tut mir leid, ich kann das Let's Play nicht zu Ende machen, ich bin zu doof dafür. Ich hab jetzt nämlich nebenbei so ziemlich 4, 5 Lösungen durchgelesen habt, um damit mir einfällt, was ich irgendwo vergessen habe. Und da stand jeweils immer nur drin, dass man im Keller das aktivieren muss, dass die Blitze hier rauskommen. Die Feuerbälle, da sind die immer davon ausgegangen, dass die einfach da sind. Wie gesagt, dann habe ich das Spiel schon in die Ecke geschmissen gehabt, hab's aufgegeben gehabt und mir sind jetzt aber eingefallen. Und zwar müssen wir einfach nur hier runter. Ja. Oh, noch besser. Oh, wir sind hier schon ganz richtig. Hui. Und zwar müssen wir hier das Feuer andrehen. Das ist so bescheuert, oder? So, dann machen wir das Ding hier auch gleich zu Ende. Hat mich das angekotzt jetzt. Hat mich das genervt. 6, 2, 4. Hier machen wir ein paar Wächter hin, weil. Upsa. So, damit die hier in Ruhe schön weiterarbeiten können, werden wir hier 6, 2, 4 jeweils einen Guard-Minion hinstellen, weil sonst kommt hier so ein Wächter und dann können die nicht weiterarbeiten. So, das Ding ist an, ja? Ja, perfekt. So, dann dürfte das Ding jetzt geritzt sein. Upp. So, und da mich das ein bisschen anpisst, dass hier jedes Mal irgendwelche Gegner rauskommen. Das ist jetzt eigentlich auch relativ Wurst. So. Gut, mache ich gleich alles nochmal schön, aber rein theoretisch müsste ich jetzt hier. Ja. So, das hat funktioniert, wie ich mir gedacht habe. Ich mache das jetzt nochmal ganz schön, dann sehen wir uns hier gleich nochmal mit einer vollen Party. Bis gleich, Leute.